Endlich, Weihnachten, Advent. Wir feiern jetzt bald die Geburt von Jesus Christus, unserem Erlöser. Wie feiern wir die am besten? Na ganz klar, wir saufen uns so richtig räudig an. Und wo? Na klar, am Wiener Christkindlermarkt. Und davon gibt es in der Bundeshauptstadt richtig viele. Ich möchte diese Stimmung einfangen und das besondere Fest der Liebe mit 2 bis 12 Punsch genießen. Eine besondere Perle ist der Adventmarkt in Floridsdorf. Jetzt geht's los. Das ganze Weihnachtsgeld wird jetzt hier verprasst. Aber was ist da los? Wieso ist der Stand zu? Wo ist der Harry? Liebe Zuschauer, wir stehen vor einer komischen Situation. Das habe ich noch nie erlebt. Der Christkindlmarkt ist nicht offen. Schock und Trauer übermannen mich. Christkindlmärkte und ein Vollrausch sind meine Stützbeine in dieser dunklen Jahreszeit. Was soll ich jetzt nur tun? Wo hole ich mir jetzt meine Alkoholvergiftung? Wie sauft man sich jetzt an, wenn der Weihnachtsmarkt zu hat? Was tun wir da? Gar nichts besser. Es trinken ist besser. Ja, das ist keine Option, man muss sie anschächern zu Weihnachten. Nein, muss nicht. Ein bisschen sparen. Ja, das ist sehr schade, wirklich. Haben Sie vielleicht eine Lösung? Wie sauft man sich jetzt an, wenn der Weihnachtsmarkt zu hat? Nein, ich hab keine. Meine Meinung ist Politiker schlecht. Da ist der Punsch drin. Das weiß ich ganz genau. Deswegen knacke ich da jetzt das Schloss auf. Irgendwie geht's nicht. Ich kann mich jetzt eigentlich nirgends ansaufen. Deswegen frage ich jetzt den Erlöser selbst um Hilfe. Jesus hat einen guten Rat für mich. Er sprach zu mir: Raphael, besuche nicht den Christkindlmarkt, sei der Christkindlmarkt. Ich finde Erleuchtung. Die Weihnachtsstimmung verbreite ich einfach selbst. Prost, 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 Prost. Das gelingt am besten mit einem schönen, besinnlichen Kräuterschnaps. Und tatsächlich, ich kann Licht in die Augen der enttäuschten Christkindlmarktbesucher zaubern. Schmeckt gut. I don't drink alcohol. Auch Christbaumschmuck biete ich den Jüngern Jesu an. Schönsten ist das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern. Besonders, wenn man denkt, man singt für ein Kinderspital. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzt der Wald, freut das Christkind kommt bald. Ich habe eine Eingebung von Jesus persönlich. Er hat mir offenbart, dass womöglich ein Punschstand im Schlosspark Schönbrunn steht. Es ist meine journalistische Pflicht, diesem Hinweis nachzugehen. Wo kann man sich da einen guten Rausch holen? Überall, wo du willst, bei mir. Mit Alkohol kann man Glühwein mitnehmen. In Flaschen. Also in Flaschen zum daheim aufwärmen. Ich will daher speiben, nicht daheim. Ja, da hätte ich auch gerne, aber man kann nicht alles haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass du mit Jesus sprechen kannst. Magst du ihm was sagen? Jesus lebt. Diese Statue hat mir Hoffnung gegeben. Ich bin dem Ziel nahe. Wir haben endlich einen Punschstand gefunden. Der Alkoholismus findet einfach immer seinen Weg. Ja, jetzt habe ich endlich einen geilen Punsch. Erster Punschstand, den wir gefunden haben. Alter, in dem Punsch ist kein Alkohol drin. Was soll das? Wie soll ich auf den Geburtstag von Jesus anstoßen in einem alkoholfreien Punsch? Da ist kein Alkohol drin, das ist das Problem. Das kann's nicht saufen, das Scheiße. Na, tschüss Leute, ich gehe. So lange war mein Promillspiegel noch nie unter 2. Das war wohl unsere letzte Reportage.